Ich glaube, die schwarzen Tasten sind für Jazz. Hallo, mein Name ist Emma Heckmann. Ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch, als Musiker Profi im Studio zu werden. Tasteninstrumente sind wichtige Bestandteile in allen Musikrichtungen, von Volksmusik bis Hip-Hop. Für eine Studioproduktion sind auch hier einige Dinge zu beachten. Zum Beispiel ist das Know-how über die Technik von Keyboards und E-Pianos ausschlaggebend für ein gutes Ergebnis. Hier also ein paar Tipps. Los geht's! Das Einfachste zu Anfang. Im Gegensatz zu Keyboards als Bandinstrument gibt's für den Solopianisten nur eine Regel. Beherrscht eure Stücke. Nach Klick spielen ist nicht unbedingt nötig, denn solo oder im Orchester geht es oft nicht nach Metronom, sondern nach eigenem Tempo oder nach dem Tempo, das vom Dirigenten vorgegeben ist. Aber wenn ihr an einem richtigen Klavier oder Flügel spielt, bitte nicht während der Aufnahme laut mitzählen oder mitklopfen. Und auch die Melodie leise mitzusummen ist keine Option, da die aufgestellten Mikrofone wirklich alles aufnehmen. Sorgt außerdem dafür, dass während des Stücks die Noten nicht umgeblättert werden müssen, da das Papierrascheln auch in der Aufnahme gehört werden kann. Klavier und Flügel werden meistens mit offenem Gehäuse aufgenommen. Beim Flügel ist es nicht ungewöhnlich, den Deckel zu öffnen. Bei Klavieren an der Wand wird außer im Studio das Gehäuse eher seltener geöffnet. Übt am besten mit abgenommener Frontplatte, um euch an den Klang zu gewöhnen, falls ihr mit einem offenen Standklavier die Aufnahmen macht. Und noch eins. Stellt sicher, dass das Instrument gestimmt ist und wenn nicht, dann von einem professionellen Klavierstimmer gestimmt wird. Keyboards und E-Pianos haben zwar Lautsprecher, das Signal wird aber nicht von dort aufgenommen. Eine Möglichkeit ist die Aufnahme des Sounds per Kabel über Audio-Output und einer sogenannten DI-Box. Die DI-Box, die euch der Tontechniker gibt und anschließt, optimiert dabei das Signal für die Aufnahme. Diese Methode ist aber nur sinnvoll, wenn ihr euren Part richtig gut könnt und wenn der vom Instrument gelieferte Sound nicht mehr verändert werden soll. Zweite Möglichkeit, via MIDI-Out leitet ihr MIDI-Signale von eurem Instrument direkt zum Aufnahmecomputer. Das sind aber keine hörbaren Töne, sondern nur Computerbefehle. Zum Beispiel, welche Tasten gerade gespielt werden, wie lange die Tasten gedrückt sind und wie stark, also etwa wie laut. Das, was man dann hört, ist das, was die Software aus den Computerbefehlen macht. Die Vorteile von MIDI sind, Spielfehler können in der Nachbearbeitung wortwörtlich mit einem Mausklick verbessert werden und der gewünschte Instrumentenklang kann im Nachhinein ausgewählt werden. So kann man auch später beim Sound des Eingespielten, zum Beispiel von Klaviersound, zu Basssound wechseln. Bei einem Hip-Hop-Track werden meist folgende Instrumente per MIDI aufgenommen. Bass, ein Synthesizer zur Begleitung und ein Instrument für eine Hintergrundmelodie. Außerdem Schlagzeug. Wie Schlagzeugbeats aufgebaut werden, zeige ich euch im Video, das ich euch unten verlinkt habe. In allen Fällen, MIDI oder per Audiokabel, müsst ihr nicht darauf achten, ruhig zu sein, da nichts über ein Mikrofon aufgenommen wird. Was ihr sonst noch über die Vorbereitung für einen Studiobesuch wissen müsst, insbesondere über die Arbeit mit Kopfhörern, seht ihr hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Schon im 19. Jahrhundert hatte der Pianist Franz Liszt kreischende Fans im Publikum.